Hallo und willkommen zu einem Informationsvideo hier auf diesem Kanal. Und das wird auch das letzte Video auf diesem Kanal sein. Und jetzt macht die scheiß Musik aus, die passt hier nicht dazu. So traurig ist es nun mal nicht. So, das ist besser. Ja, denn so traurig ist die Info gar nicht, die ich euch jetzt hiermit überbringe. Denn mit diesem Video und Upload und Veröffentlichung dieses Videos wird dieser Kanal hier stillgelegt. Nicht geschlossen, das wäre dann auch nicht so meiner Interesse nach, sondern einfach nur stillgelegt. Dies hat zum einen verschiedene Gründe, die ich euch jetzt gleich aufzählen werde, als auch einige Vorteile für euch. Fangen wir einfach mal mit den Gründen an, denn die interessieren euch ja wahrscheinlich am meisten. Grund Nummer 1 wäre, im Namen meines Kanals steckt immer noch das DJ Hörli. Klar, der Anzeigename ist Hörli, den kann man ja bei Google ein bisschen ändern, im Zusammenhang dann mit YouTube. Allerdings im realen Namen sowie auch im Link steckt immer noch das DJ und das verwirrt einige Personen und mir gefällt es einfach nicht mehr. Klar, ich war früher mal als Moderator und DJ tätig, aber das bin ich jetzt schon seit 2-3 Jahren nicht mehr. Deshalb passt das Ganze nicht mehr und ich möchte gerne einen neuen Kanal damit auch starten, wo kein Kürzel mehr drin steckt, beziehungsweise wenn, dann nur eins, das auch für die Ewigkeit hält, weil ich persönlich mag den Namen Hörli und mir gefällt er auch und er hat auch einiges mit mir zu tun, deswegen will ich auch den behalten und das DJ vorne dran und so weiter, das passt einfach nicht. Zweiter großer Grund wäre zum Beispiel auch, und das sage ich offen und ehrlich, vor einigen Jahren wurde mal mein AdSense-Konto fälschlicherweise von Google gesperrt. Die Sperre wurde allerdings nie mehr aufgehoben, obwohl ich nachweisen konnte, dass der Grund, den ich damals hatte, komplett schwachsinnig war. Im Zusammenhang wurde auch die Verknüpfung mit einem neuen AdSense-Konto über YouTube auch gesperrt. Jetzt kennen sehr viele Personen, die dieses Problem eben auch mal hatten. Und mit dem neuen Kanal habe ich eben keine Sperre mehr drin, kann ihn neu verknüpfen lassen und dementsprechend ein paar Cent verdienen. Jetzt werden wahrscheinlich alle denken, geil, der ist jetzt übelst geldgeil wieder geworden. Und macht hier alles nur noch für Geld und das stimmt nicht. Denn ich sage offen und ehrlich, alles was ich mit YouTube verdiene, geht in das Projekt Game Mania. Ich sehe von dem Geld keinen einzigen Cent. Daher alles was ich verdiene auf YouTube geht in das Projekt. Das betreue ich mit ein paar anderen Leutchen noch zusammen. Und wir sind eben sehr froh, wenn wir irgendwoher ein paar Cent noch dazu bekommen. Denn damit mieten wir Game Server, Teamspeak Server und so weiter. Und stellen diese alle gratis zur Verfügung. Ihr könnt mal das Projekt anschauen, wenn ihr möchtet. Zusätzlich besorgen wir eben mit dem Geld uns noch ein bisschen Hardware, um die Qualitäten unserer Projekte, die wir so ein bisschen haben, natürlich voranzutreiben. Deshalb, wenn ich hier wieder einen Account habe, der zusätzlich ein paar Cent einspielt, das wäre sehr toll und würde uns alle freuen. Und es würde auch dir in Person was bringen, soweit du unsere Services, wie man es nennen möchte, dann am Ende sogar nutzt. Dann gibt es auch noch ein paar kleinere Gründe, einfach vom Design her, vom Umbau her, von den Videos her, die abgeloadet werden und so weiter, die mich entschlossen haben, einen neuen Kanal zu erstellen und dort dann meine Videos hochzuladen. Was ändert sich für dich an der ganzen Sache? Gar nicht mal so viel. Zum einen, ich habe mir einen neuen Kanal angelegt, den kannst du jetzt ab sofort abonnieren. Was du mit dem hier machst, ist mir scheißegal. Alle Videos, die hier auf dem Kanal jetzt noch sind, die bleiben auf dem Kanal, die bleiben öffentlich und die kannst du weiterhin anschauen. Nur einige, die ich persönlich für gut befand und auch sage, die sind qualitativ das, was ich auf meinem neuen Kanal haben möchte, die habe ich jetzt auf meinen neuen Kanal hochgeladen und sind dort jetzt online und habe ich hier von diesem Kanal wieder gelöscht. Alle neuen Videos werden dann auf dem neuen Kanal landen. Es ändert sich nichts an meiner Videoqualität, es ändert sich nichts an meiner Offen- und Ehrlichkeit hier in meinen Videos und es ändert sich auch für dich nichts am Anschauen der Videos und an dem Content, der hochgeladen wird. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du den neuen Kanal dann abonnierst und dort deine netten Kommentare und Likes und Shares untersetzt. Es würde mich natürlich freuen, wenn du den Adblock dort aushalfst, dass eben meine Projekte, die ich so betreue und leite, noch ein bisschen wachsen können. Alle Informationen, die du jetzt noch dazu brauchst, sowie Link zum Kanal, sind noch unten in der Videobeschreibung. Deshalb klick einfach dort mal vorbei. Kleine Information im Voraus, dass ich dort einen YouTube-Link mit meinem Nutzernamen dann hinterlegen kann, brauche ich Minimum 100 Abonnenten. Es wäre daher sehr geil, wenn wir diese Zahl
im Laufe der Zeit zusammenbekommen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit den restlichen Videos, die hier auf meinem Kanal sind. In der Videobeschreibung sind noch ein paar andere Links zu meinen anderen beiden Kanälen und zu anderen Kanälen, die ich noch betreue. Wäre sehr geil, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Und bis dahin sehen wir uns dann auf dem neuen Kanal wieder. Bis dahin, haut rein!